Ja, Marco Streller auf portugiesischem Boden. Mit was für Gefühl sind ihr hier in Lissabon angekommen? Ja, wir freuen uns, dass es nach der langen Zeit, wo wir spielfrei waren, endlich wieder einmal eine Ernstkampf bestritten gibt, wenn wir jetzt mal den Göpp ausklammern gegen einen Zweitligist. Wir sind hier ja eigentlich ein Tourgast in Lissabon. Also wir kennen es mittlerweile sehr, sehr gut. Sehr wunderschöne Stadt, tolle Stadien. Ja, wir sind mit einer Vorfreude natürlich hier angereist. Jetzt haben wir gemischte Gefühle, zuletzt gegen Benfica Lissabon, ein tolles Unentschieden, aber gegen Sporting viermal verloren und kein Goal geschossen. Wo liegt das Problem bei diesem Gegner? Ja, also das kann irgendwie nur besser werden, das hoffe ich zumindest, aber sie sind auch nicht optimal in die Meisterschaft reingestartet und sie haben auch noch gewisse Probleme, aber es ist natürlich eine ganz starke Mannschaft in einer starken Liga, wo jedes Jahr, sage jetzt mal, mindestens in einem Viertelfinale ist europäisch und das wird eine harte Brocke, aber wahrscheinlich ist es besser, dass wir gerade den Favorit von der Gruppe als erstes auswärts haben.